Servus zusammen, hier am Stand von Daniel Defense auf der IBA 2023 und wir schauen uns jetzt mal die beiden Neuheiten an. Dieses Video wird gesponsert von Jonke Waffentechnik. Von Profis für Profis. Qualität made in Europe. Die erste Neuheit, die ich euch zeigen will, ist etwas, was ihr wahrscheinlich in der nächsten Zeit auf Social Media noch wesentlich mehr sehen werdet. Das ist die DD5 Re3 SBR, beziehungsweise nur SBR. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich sie bestelle, steht da Re3 mit dran. Wenn sie bekommt, steht da nur SBR mit auf dem Paket. Wir haben hier eine 12,5-308, also 12,5 Zoll lange 308 mit verstellbarer Gasabnahme, mit denselben Features und derselben Präzision wie bei den V3, V4, V5-System von Daniel Defense, aber in einer kürzeren Packung. Eignet sich in Deutschland vor allem für den Bereich Jagd mit Schalldämpfer und Nachtausrüstung. Viele Leute werden jetzt sagen, 12,5 Zoll ist doch extrem kurz für ein Jagdgewehr. Das, ich kann euch sagen, das ist scheißegal. Wir haben immer noch weit über 2000 Joule auf 100 Meter. Wir sind also immer noch hochwildtauglich und auch von der Präzision. Also ob 12,5 oder 16 Zoll macht für die Präzision in den Entfernungen bis 200 Meter überhaupt nicht den Kohlfett. Und da die Waffe grundsätzlich dafür ausgelegt ist, mit einem Schalldämpfer betrieben zu werden, haben wir vorne auch nur einen Blast-Deflektor vorne angebracht. Also wir haben hier eine Can vorne drauf, die den Druck einfach nach vorne wegdrückt. Es ist im Prinzip so gebaut, dass man es eigentlich kauft, könnte es so schießen, backt das Ding, schmeißt es runter, baut den Mündungsaufsatz oder den Schalldämpfer, den man haben möchte, direkt auf die Waffe drauf. Unter dem Blast-Deflektor verbirgt sich ein 5/8x24 Gewinde, also man kriegt alle gängigen Mündungsaufsätze und Schalldämpfer drauf. Besonderheit von der DD5 ist vor allem der sehr, sehr schlanke Handguard und das relativ niedrige Gewicht von unter 4 Kilo. Wir haben eine extrem hohe Präzision durch die Läufe, die Daniel Defense selber herstellt. Das sind kaltgehämmerte Läufe, werden auf Maschinen von Heckler & Koch hergestellt und sind für Präzision bekannt. Wir haben bei der Daniel Defense DD5-Serie grundsätzlich eine volle beidseitige und wirklich beidseitig bedienbare AR-10-Plattform. So ist Feuerwallhebel beidseitig gelegt, Magazinfang ist beidseitig gelegt und auch der Verschlussfang hat eine beidseitige Feststell- und Lösefunktion. Der Ladehebel ist eh beidseitig angelegt. Das Einzige, was nur einseitig angelegt ist, ist der Forward Assist. Das ist aber etwas, was ich auch sehr selten bis gar nicht brauchen werde. Die Waffe ist im selben Preissegment wie die normalen DD5-Gewehre. Also auch hier haben wir nicht irgendwie große Preisschwankungen zu erwarten. Und ja, wer etwas Einfaches, Kompaktes für die Jagd sucht, gerade eben für die Nachtjagd, ist hier sehr gut beraten. Die zweite Neuheit, die ich euch hier zeigen kann, ist die DD4. Jetzt werden die Leute sagen, ja, es gab doch schon länger eine DDM vor. Ja, hat Daniel Defense aus meiner Sicht ein bisschen ungünstig gemacht, dass sich das um einen kleinen Buchstaben in der Mitte ändert. DDM4 sind die klassischen Mil-Spec AAs und die DD4 geht denselben Weg wie die DD5. Also wir haben hier ein nicht Mil-Spec-typisches Griffstück, aus dem einfachen Grund, weil wir eine volle beidseitige Bedienung hier haben wollen. So sind eben Verschlussfang und Magazinlösehebel beidseitig angebracht, sind eben auch nicht vollständig eben mit Aftermarket Parts kompatibel. Kompatibel bleibt auf jeden Fall das Gestänge und Auslösekopf von dem Magazinfanghebel. Nur die Umsetzung auf die andere Seite geht nicht. Der Verschlussfang ist ein uniques Teil. Die Feuerwahl bzw. Sicherheitshebel sind wiederum Mil-Spec, also können getauscht werden, genauso wie der Abzug. Das ganze DD4-System gibt es bis jetzt nur in Verbindung mit dem RIS-3-System, dabei in drei Lauflängen, also in 10,3 Zoll, als MK18, als 14,5 Zoll und als 16 Zoll. Es soll auch noch als 11,5 Zoll System kommen, habe ich aber bis jetzt noch nicht als verfügbar gesehen. Ein paar Worte noch zu dem RIS-3-System. Wer es nicht weiß, Daniel Defense ist vor allem für das RIS-2 bekannt gewesen. Das RIS-2 ist eben ein Free-Float-System für die US Army gewesen, die für ihr MK18 und Block 2 Programm einen Handguard haben wollten, der Free Float ist, der den volle Zubehörmöglichkeit bietet, aber auch die Möglichkeit bietet, zum Beispiel einen M203 Granatwerfer zu montieren. Deswegen, das RIS-3 geht denselben Weg, nur halt mit M-Lock statt eben Picatinny Rails auf den Seiten. Auch hier haben wir ein absolutes Eisenschwein, also sehr massive Bahnschwelle, die halt wirklich gerade für den Bereich Zuverlässigkeit, Strapazierfähigkeit und sonstiges ausgelegt ist. Und wir haben halt eine Besonderheit, die für 99% der Nutzer eigentlich total irrelevant ist.
Wir können den unteren Teil des Handguards abnehmen, um hier direkt in den Handguard den Granatwerfer mit anzubringen. Ja, für 99% der Anwender ist das irrelevant, eigentlich nur fürs Militär eine wichtige Funktion. Aber das RIS 3 sollte eigentlich alle Features vom RIS 2 mit übernehmen. Was auch mit übernommen worden ist, ist die 6-Bolzen-Lösung. Normalerweise hat Daniel Defense eine 4-Bolzen-Lösung. Also wir haben eine Verschraubung mit 3 Schrauben auf jeder Seite. Finde ich jetzt aber eine Sache, die ich sehr, sehr gut finde. Grundsätzlich ist der Handguard etwas griffiger und kompakter als bei den alten RIS 2 Modellen, aber er ist für ein M-Lock-System, auch im Vergleich mit dem normalen MFR-System von Daniel Defense, schon eher ein relativ dicker, fetter Handguard. Vergleichbar zum Beispiel mit den Handguards von DAR. Das war es hier eben am Stand von Daniel Defense auf der IWA 2023 und wir sehen uns hier am nächsten Stand. Bis dann!